Servus beim Waffenhof. Grüß euch. Wir heißen euch heute wieder willkommen mit einem russischen Thema oder sagen wir mal mit einem Ostblock-Thema, eigentlich genauer gesagt. Es ist eigentlich unbekannt, denke ich mal. Eher unbekannt. Drum haben wir gesagt, es ist sicher ein Video wert und drum stellen wir es euch heute auch vor. Es geht um die russische PSM-Pistole. Das war eine Konstruktion aus Anfang der 80er Jahre, so gesehen. Richtig in Erscheinung getreten ist sie eigentlich erstmals auf Bildern und auf Berichten 1983 erst. Die Konstruktion allerdings begann eigentlich schon ab 1981. Das heißt, es hat ein paar Jahre gedauert. Unter anderem gab es interessanterweise, wo es eigentlich bei russischen Waffen normalerweise der Fall ist, keine bekannten Konstrukteure, sondern eigentlich eher ein Team oder sagen wir mal mehrere Unbekannte. Die Namen wiederum, verzeiht es mir, die kann ich leider nicht ganz aussprechen. Das sind irgendwelche russischen Namen mit irgendwelchen Buchstaben, die ich zum Teil nicht richtig aussprechen kann. Bitte um Verzeihung. Und da war es eben so, dass fürs Militär oder eigentlich so gesagt für Sondereinheiten eine kleine und handliche Pistole gefordert war, welche auch perfekt zum Beispiel zum Verdeckt tragen ist. Sie sollte leicht sein, sollte trotzdem eine leistungsstarke Patrone haben oder eine leistungsstarke Munition generell. Und sie sollte auch eine höhere Einsatzschussweite haben als andere Standardpistolen, als zum Beispiel die PM Makarov. Und hier war es gefordert bis ca. 50 Meter, was normalerweise für eine Pistole ja schon eine relativ große Distanz ist. Und rausgekommen ist dann eben dieses Stück, erstmals eben in Erscheinung getreten in Berichten 1983 und auch im selbigen Jahr eingeführt. Das Markante von der PSM ist erstens mal, das Design muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht was Extravagantes, was man meinen könnte, es ist jetzt was Spezielles. Nein, es ist ganz im Gegenteil, eigentlich die Munition. Weil eben markant an dem Ganzen ist die 5,45x18mm Patrone. Die wurde eben dazu konstruiert, es sollte eine leistungsstarke Patrone sein. Man muss sagen, es ist eine Flaschenhalspatrone, die ist aber extrem unterschätzt. Die hat eine wahnsinnig hohe V0 und man kann auch extrem weit schießen damit. Sie ist allerdings für das, was sie darstellt, relativ klein. Wenn wir uns das anschauen, im Vergleich eine 7,62x54R, praktisch die Nagant-Patrone. Da ist das schon eher ein kleines Stück Geschichte dagegen, sagen wir so. Ja, das Markante bei dieser Patrone ist eigentlich nicht das Aussehen, sondern dass sie fast nur Stahlkernmunition dafür hergestellt haben. Genau, es das sollte, ist das Gefährliche. Es sollte noch dazu mit der Geschwindigkeit dann, ne? Es ist gefährlich. Die Patrone soll ja leistungsstark sein, sie soll eine gewisse V0 haben. Daher braucht sie auch eine gewisse Geschwindigkeit und auch ein spezielles Geschoss, das unter anderem leichte Panzerung eher durchdringen kann als zum Beispiel eine andere Patrone. So zumindest war es gefordert laut Konstrukteuren. Und was auch interessant ist, es gibt einige Länder in Europa, wo zum Beispiel dieses Kaliber eben wegen der panzerbrechenden Wirkung auch tatsächlich verboten ist. Und somit eigentlich auch die Waffe. Also genau. Deutschland, das bekannteste. Das ist das bekannteste Beispiel in Deutschland. Weiß ich, braucht man zumindest für dieses Modell und für die Munition einen BKA-Bescheid, das heißt einen Bundeskriminalamt-Bescheid. In Österreich wiederum ist es eine schlichte Kategorie B-Waffe, was man zum Beispiel mit der Besitzkarte kaufen kann und in vielen anderen Ländern ist sie auch erlaubt. Aber so viel zu dem. Ausgestattet ist die PM, also die PSM, eigentlich mit einem 8-Schuss-Magazin. Ich habe es in der Literatur mal gelesen, dass es angeblich auch größere Magazine gab. Ich habe allerdings nie ein Bild davon gesehen oder ähnliches. Man sieht es auch, man hat hier dieses markante Sichtfenster, dass man eben auch noch sieht, wie viel Munition vorhanden ist. Man kann das hier zum Laden auch nach unten drücken. Das ist eine wirkliche Hilfe bei diesem Kaliber. Und weiters ist der Griff ist aus Leichtbaualuminium hergestellt. Die Waffe hat voll geladen, knappe 0,45 Kilo. Das heißt, relativ leicht im Vergleich zu anderen. Und extrem dünn. Und extrem dünn, das ist auch das Markante dran. Ich habe es hier zum Beispiel noch. Wenn wir das als Beispiel nehmen, das ist eine Walter.
ein Taschenmodell, also eine Taschenpistole aus den 30er Jahren, ein sogenanntes Modell 9. Und die ist ja vom Ganzen her extrem dünn. Und für die Größe ist aber die PSM auch extrem dünn. Das heißt, sie sind ähnlich dünn, was der Riesenvorteil ist, dass man eben die Waffe extrem leicht oder extrem gut verdecken kann. Und das ist eben genau das Markante an dem Ganzen, weil ja viele Spezialeinheiten oder Sondereinheiten sollten ja die Waffen relativ unbemerkt tragen können. Und das haben sie hier bei der Konstruktion wirklich gut gelöst. Rein konstruktiv gibt es eigentlich nicht wirklich irgendwelche großartigen Neuigkeiten, alleine von der Sicherung her. Das Einzige ist eben gleichzeitig eine Abzug- und eine Harnsicherung. Das war es aber dann auch schon. Nach dem letzten Schuss, wir sehen es auch hier, bleibt auch selbstverständlich der Schlitten hinten. Das heißt, die Waffe bleibt auch offen. Und ansonsten ist es konstruktiv 1:1 dasselbe wie eine Makarov, wobei die Makarov wieder 1:1 oder fast 1:1 dasselbe ist wie eine Walter PPK oder eine Walter PP. Das heißt, das ist alles eine Waffenfamilie, wenn man es so ungefähr sagen kann. Die PSM erinnert eher an die Walter PPK. Genau, sie erinnert eher an die Walter PPK. Und wenn wir schon bei der Walter PPK sind, auseinanderzunehmen, ist es eigentlich ident, ist fast dasselbe. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der PSM, wenn man die auseinandernehmen will, den Abzugsbügel einfach nach unten drücken, gleichzeitig den Abzug, den Schlitten nach hinten bewegen und nach oben hin wegheben, dann hat man hier noch die Verschlussfeder, also die Schlittenfeder, und das ist im Grunde eigentlich alles. Komplett einfach, simpel gelöst. Funktioniert. Der Lauf, ich weiß nicht, also wie wir ein paar Jahre alt waren und dann hat man eine alte Softgun zerlegt, dann hat das genauso ausgeschaut. Ja. Die haben auch so ein dünnes Eisenröhrchen. Genau so ist es. Aber eben die 5,45, so eine kleine Patrone, da ist der Lauf halt einfach so klein. Genau, es ist eben eine markante Konstruktion. Wir fanden es ein Video wert auf jeden Fall. Wenn ihr zu sämtlichen anderen Waffen und so weiter Fotos vorab sehen wollt, was wir unter anderem auch als nächsten Content in unseren Videos vorhaben, dann geht es gerne bei uns zum Beispiel auf Instagram. Und sollten euch zum Beispiel die T-Shirts interessieren, die wären auch bei uns verfügbar im Merch-Shop. Ich hätte gesagt, das meiste ist sozusagen erzählt und sehen wir es uns eigentlich in der Praxis an. In der Praxis an. Wie schon in der Theorie erklärt, wir haben es euch versprochen, wir machen es natürlich nochmal in der Praxis auch. Es ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich die PSM schieße, zumal man natürlich auch dazu sagen muss, dass die Munition sehr teuer ist. Der Schusspreis, der ist relativ hoch im Vergleich zum Beispiel zu einer 9mm oder zu anderen Kalibern. Aber es ist ohnehin eine Seltenheit und man sieht es nicht alle Tage. Daher ist es für mich auch heute ein Highlight. Schauen wir es uns kurz an. Obwohl ich relativ ruhig bin, zum Zielen oder eher zum genauen Zielen ist die Visierlinie relativ kurz. Sie geht auch ein bisschen drunter, interessanterweise, obwohl das eigentlich eine Fixvisierung ist. Aber vom Schussverhalten her muss man trotzdem sagen, das ist zum Vergleichen eigentlich wie mit einem Kleinkaliber, also mit einer Kleinkaliberpistole. Relativ angenehm. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Patrone auch relativ klein ist und deshalb auch der Rückstoß dementsprechend gering ausfällt.
Ausgeschossen. Interessante Pistole. Vor allem einmalig. Ich kenne eigentlich kein solches System, das in dieser Art und Weise, in dieser Größe, die Pistole ist eben für den KGB gebaut und entwickelt worden. Ich kenne keine, die in dieser Art und Weise so extrem dünn ist, dass man sie eben besser verdeckt tragen kann. Ist schon was Einzigartiges, auch vom System her. Was ihr davon haltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Es würde mich freuen. Vielleicht seid ihr selbst Besitzer einer PSM. Ein wahnsinnig interessantes System, auch von der Patrone her. Und eure Meinung ist uns natürlich wichtig. Schreibt es rein. Ja, in diesem Sinne, ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr genauso. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.